Ich bin nun gebeten worden, das Thema Kinder nicht mehr aufzugreifen. Da sind wohl einige ein bisschen bei ihrem Unterbewusstsein ertappt worden. Ich muss es aber leider weiterführen. Der im Augenblick der Wirtschaftsberater der Regierung, der intime Wirtschaftsberater, Herr Marcel Fratscher, 44 Jahre, kinderlos, vom Typ her so etwa wie Herr Edati, ich behaupte nicht, Herr Fratscher guckt heimlich also Pornofilme. Ich behaupte auch nicht einmal, dass Herr Fratscher also den Wunsch hat, mit Kindern also schlimme Dinge zu betreiben. Aber er ist also 44, ist ja nun wirklich finanziell bestens versorgt. Wieso ist er ehelos? Gibt übrigens im Islam kaum. Also Mohammed war der Meinung, wenn also ein Mädchen heiratsfähig ist, also mit der ersten Blutung soll es auch heiraten, und auch ebenso gilt das für die Männer, damit sie nicht also der Hurerei obliegen, sollten da möglichst schnell verheiratet werden. Und es mag ja eben sein, dass der unterbewusste Antrieb für eine solche Zuwanderungspolitik, insbesondere von Muslimen, wo doch jeder vernünftige Mensch sagen würde, also nun bloß alle anderen, im Himmels Willen keine Muslime, mit den vielen Schwierigkeiten, die wir ja nun gerade wieder sehen, also selbst ein Schwimmbad, da sollen also jetzt extra Badezeiten für Muslime eingeführt worden, alles im Zeichen der Integration, wie sich unsere Gutmenschen das vorstellen, der Irrsinn feiert also fröhliche Urstände. Es hat also einen hier sehr tief getroffen, dass ich hier über die Sache mit den Kindern geredet habe, dass ein Motiv für die gewollte Islamisierung Deutschlands eben das ist, dass die vielen Kinderschänder, die wir in der Politik haben, die vielleicht noch nicht Kinder geschändet haben, aber das gerne machen würden, dass die darauf hoffen, dass mit dem Islam dann das freigegeben wird, dass man eine 10-Jährige heiraten darf. Und leider gibt es eben auch Tausende und Abertausende von Fällen, die in den Räumen der Grünen von grünen Kinderschändern vorgefallen sind. Da ist also jetzt einer entschädigt worden in Nordrhein-Westfalen. Warum? Weil nicht einer, sondern die Opfer von einem sind entschädigt worden. Und warum sind die entschädigt worden? Weil derjenige schon gestorben ist. Das ist nämlich für die Grünen dann publizistisch nicht so schwerwiegend, wenn es um einen Toten geht. Der ist ja nicht mehr bei den Grünen. Dagegen gibt es keinerlei Zahlungen für die Opfer von grünen Kinderschändern, wo diese Kinderschänder noch leben. Die werden nicht entsprechend versorgt. Und ich muss darauf hinweisen, als diese ganzen Beschlüsse bei den Grünen gefallen sind, das Sex mit Kindern freizugeben, es war ja ein Beschluss, Wahlprogramm der Nordrhein-Westfalen, und in der hauptgrünen Partei gab es nur eine ganz knappe Mehrheit dagegen, die Kinderschänderei freizugeben, und in der Zeit waren alle, die jetzt an der Führung sitzen, waren alle schon in der Partei, bis vielleicht auf Göring Eckhardt, und die ist ja auch nicht verdächtig. Die hat, glaube ich, sogar zwei Kinder ausnahmsweise mal. Und die wussten davon, Trittin höchstpersönlich hatte die presserechtliche Verantwortung übernommen für einen Artikel, der die für diese Freigabe war. Herr Cohn-Bendit hat geschwärmt von sexuellen Kontakten mit 5- oder 6-Jährigen, hat er ein Buch drüber geschrieben und hat sich da also voll geoutet. Das hat keinerlei Folgen. Natürlich gab es einen Grüner, der wurde noch mit Preisen überschüttet, der hat gesagt, ja, er wollte provozieren. In Wahrheit war das gar keine Provokation damals. Das war also der, wie gesagt, also die 50% der Grünen waren ja der Meinung, dass das gut ist. Das war also bei den Grünen keine Provokation, wenn man dafür war, weil eine riesige Zahl von Grünen dafür waren und heute auch noch sind, aber heute dürfen sie nicht mehr sagen, ist der Unterschied. Und das ist eins der Motive für die gewollte Islamisierung Deutschlands. Und es tut mir furchtbar leid, wenn das hier einigen nicht in den Kram passt und die glauben, sie müssen mich also furchtbar beschimpfen. Und das trifft also, da treffen sie nicht ganz auf den richtigen Ansprechpartner. Versuchen Sie es doch mal mit Herrn
Tauber, versuchen Sie es mal mit dem Herrn Fratscher, versuchen Sie es mal mit unserem kinderlosen Herrn Altmaier und so. Und gucken Sie mal, wie die reagieren. Das wird schon interessanter sein. Ganz kurz mal, der Unterschied zwischen den Leuten, die zur AfD gehören, ist nicht der, dass sie die Fremden hassen und dass sie Nazis sind und alles diese Dinge, die können sich das, unsere Regierung kann sich das überhaupt nicht erklären, wie man also anderer Meinung sein könnte als sie selbst. Der Unterschied ist der, dass wir vorausberechnen, was mit dieser Gesellschaft passiert. Und das wird von der Regierung interessanterweise überhaupt nicht gemacht. Die sagen auch nicht etwas, eure Rechnung ist falsch, in Wahrheit ist die Entwicklung so und so. Die sagen gar nicht. Die sagen, ja, wir müssen uns auf eine gesellschaftliche Veränderung einstellen. Viele werden bleiben wollen und das wird unsere Gesellschaft verändern. Ja bitte, aber wie, wohin? Und da rechnen wir dann eben zusammen. Anders als die Regierung sind wir nämlich voller Verantwortung für diese Nation. Rechnen wir aus, 1,5 Millionen Flüchtlinge sind ja in Wahrheit mehr, da kommen ja viele Illegale, 1,5 Millionen, die haben Nachzugsrechte für 4,5 Familienangehörige, 4,5 Millionen, das sind schon 6 Millionen nur für 2015. 2016 kommt doch mindestens nochmal dasselbe, das sind dann schon 12 Millionen und 4 Millionen haben wir ja schon und dann noch 1 Million Illegale, die hier rumirrt in Deutschland. Übrigens, gucken Sie mal Pegida, immer die interessantesten, aktuellsten Dinge finden Sie bei Pegida, die haben auch weit mehr Klicks als alle anderen Seiten. Da berichtet ein Bürgermeister von einem solchen Grenzübergang, die Klos sind ständig verstopft, weil die dort ihre Pässe entsorgen. Und eine schwere Straftat natürlich. Das sind die Leute, die man uns hier als hilfesuchende Flüchtlinge andienen will, die unseren Schutz suchen. Es wird gelogen wie Ratte. Frau Merkel hat heute also eine Rede gehalten vor der Industrie. Da darf sie sich ja nicht ganz so blöd anstellen. Aber man merkte doch, die lebt in einer Traumwelt. Die Probleme mit dem Euro haben sie im Griff. Griechenland verweigert gerade jede Reform. Und die anderen Staaten, haben eine riesige Jugendarbeitslosigkeit. Und wenn es ihnen jetzt ein bisschen besser geht, dann kommen die von einem entsetzlichen Niveau her. Und die schweren Schäden, alle Wirtschaftswissenschaftler sagen das ja mittlerweile, die schweren Schäden durch den Euro, sie will es nicht wahrhaben. Und sie setzt nun also voll darauf, dass diese Flüchtlinge, die sie immer noch nach Europa lockt, nach Deutschland lockt, dass Europa, die in Europa verteilt werden. Das ist doch jeder halbwegs mit ein wenig Intelligenz begabte, weiß doch, dass natürlich die anderen europäischen Länder das nicht mitmachen, weil den Blödsinn hat doch Merkel angerichtet. Und Merkel müsste sich hinstellen und sagen, bleibt zu Hause, wir müssen alle zurückschicken, die nicht individuell von der Regierung verfolgt sind. Was sagt sie aber? Nein, wir nehmen alle auf, die verfolgt, wegen Verfolgung oder Bürgerkriegen flüchten. Verfolgung durch wen? Durch Taliban auch, ist kein Grund für Asylrecht. Sie will sie aber alle aufnehmen, sie will alle im Grunde praktisch die Einladung an die ganze Welt bleibt bestehen von Frau Merkel, da kann Herr Seehofer noch so tun, was er will. Die Einladung bleibt bestehen, es werden 100 Millionen kommen und sie selbst redet von 60 Millionen, die zurzeit auf der Flucht sind schon. Merkel selbst, 60 Millionen zurzeit auf der Flucht. Die wollen natürlich jetzt alle nach Deutschland, weil sie hören, hier ist das Paradies ausgebrochen. Dass das hier in einer Katastrophe enden muss, ist jedem Vorausschauenden klar. Und wenn man diese Katastrophe nicht will, ist man Nazi. Na, wenn das die Bezeichnung für jemanden ist, der keine Katastrophe will, dann ist es ja in Ordnung. Dann ist es eben eine
Deutung der deutschen Sprache. Der Herr Bachmann hat ja nun Herrn Maas mit Goebbels verglichen und da sind die nun einigermaßen erregt, obwohl sie im Gegenzug also ständig Leute als Nazis bezeichnen, die sie überhaupt nicht kennen, nämlich pauschal alle, die da mitlaufen. Dann gibt es also Leute, die vor Gutmenschentum also schon wirklich aus allen Poren schwitzen, die nun sagen, also nachdem das nun also gesagt worden ist, kann doch niemand mehr bei der Pegida mitmarschieren, weil er doch wissen muss, dass er da ein Brandstifter ist mit anderen zusammen. Was treibt denn Herrn Fratscher uns zu belügen, wenn er sagt, die Flüchtlinge werden in wenigen Jahren mehr zum Bruttosozialprodukt beitragen oder mehr zum Staatshaushalt beitragen, als sie uns kosten. Und er sagte gleichzeitig, in etwa 5 Jahren werden 50% in Arbeit sein. Nach schwedischen Erfahrungen darf man mit 7 Jahren rechnen, aber mit den Gewaltmaßnahmen, die man hier macht, wo Flüchtlingsbeauftragte, Flüchtlingshelfer, Flüchtlingsversorger und Flüchtlingsambulanz und Seelenbetreuer, da kriegt man ja schon ordentlich Arbeitsplätze zusammen. Und nehmen wir mal an, 50%, nur dann bleiben 50% übrig. Das vergisst er zu erwähnen, bei denen man unterstellen darf, dass die lebenslang von Sozialhilfe leben werden, weil sie eben nicht vermittelbar sind. Und dann die Zahl der Kinder, die kommen, ist ja nicht so furchtbar groß, das kommt dann ja auch noch dazu. Die also zum Berufsleben beitragen, sind gut und gerne 20 Jahre vergangen. Und diese ganze Rechnung ist absurd und abenteuerlich. Und das Schlimme ist eben, dass Deutschland hilflos und wehrlos gemacht wird in einer Zeit, wo eine Ordnungsmacht, die nicht die Weltmacht anstrebt, und das ist ja Deutschland, wo die erforderlich ist. Und Deutschland wird in den Club gehauen von Merkel. Deutschland ist dann nicht mehr fähig zu helfen, weil wir mit den eigenen Problemen noch nicht mehr fertig werden. Es ist noch nicht lange her, aber Deutschland der kranke Mann Europas. Die haben heute alle die Wahnvorstellung, das geht hier ewig aufwärts. Wir haben die höchsten Energiekosten in Europa, wahrscheinlich sogar weltweit, durch die völlig idiotische Energiewende, wobei jetzt das noch Merkel einen draufsattelt, die Braunkohlekraftwerke, die mit ihrer Unterstützung und ihrer Weisung unterstützt wurden und modernisiert wurden, die werden jetzt stillgelegt, weil Merkelchen auf der Klimakonferenz einen guten Eindruck machen will und dann soll die CO2-Bilanz also nicht ganz so verheerend aussehen, wie sie jetzt aussieht. Und wenn man die Braunkohlekraftwerke abschaltet, dann verbessert sich die Bilanz natürlich schlagartig erheblich. Darum werden die jetzt also abgeschaltet, hochmoderne Kraftwerke, die mit unseren Geldern ja weitgehend gebaut worden sind, und den Stillstand kriegen die entsprechenden Unternehmer vergütet, bezahlen wir auch über den Strompreis, machen sich auch fast gefasst. Das kommt alles nach oben drauf. Die Frau ist in einer Traumwelt, die will in die Geschichte eingehen als die große, überlegene Ordnerin des Weltgeschehens, und ich glaube, Deutschland nimmt sie gar nicht mehr wahr. Irgendjemand wollte ihr mal eine Flagge überreichen bei so einer Rede. Es passte nicht, die legte sich also beiseite, bloß nicht die deutsche Flagge in die Hand nehmen. Und komisch, vielleicht wollte sie auch den Kindern schenken, ich weiß es nicht. Ein Bild von 2010, völlig aus der Fantasie gemalt, eine eigenartige, eine fremdartige Natur. Hier, das sind eine Art Blutgefäße, die also nach oben mit dem Himmel verwoben sind. Man sieht einige Augen. Und dahinter eine relativ normale Landschaft mit einem blass-orangen Himmel und einer eigenartigen Sonne.